Ansicht von jenem einsamen Land, wohin mein Schicksal mich verschlagen hat. Gestern war ich bei strömendem Regen, bei uns regnet es immer und ewig, in die Stadt gefahren, um Besorgungen zu machen, habe zufällig ihr Buch gekauft und las ununterbrochen auf der Rückfahrt zur Villa, die wir das ganze Jahr wegen meiner angegriffenen Gesundheit bewohnen. Vor lauter Regen und Wolken war es fast dunkel. Die Blumen und das Grün der Gärten leuchteten ungewöhnlich grell. Die leere Trambahn fuhr sehr schnell und sprühte violette Funken. Und ich las und fühlte mich, ich weiß nicht warum, fast qualvoll glücklich. Leben Sie wohl. Ich danke Ihnen nochmals. Ich möchte Ihnen noch etwas sagen. Aber was? Mir fehlen die Worte. Vielleicht werden Sie mir antworten. Und wenn auch nur in ein paar Worten. Antworten Sie.